Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, heute mit einer Match-Prediction zum Spiel der Bayern heute Abend in Barcelona. Ihr seht, wir sind relativ auf dem aktuellen Stand der Dinge, was die Aufstellung angeht. Sensible World of Soccer wurde ja hier schön gepflegt. Leider ist das Winter-Update nicht mit dabei, aber das soll uns mal an der Stelle egal sein. Ich spiele mit Bayern, von unten nach oben. Mal gucken, was es gleich geben wird. Das Schöne ist ja, die Bedienung hier nur eine einzige Taste für alles. Passen, schießen, flanken, lupfen, grätschen, tackeln. Alles eine Taste. Deswegen wird es auch nicht, vor allem habe ich es ewig nicht mehr gespielt, wird es auch nicht so leicht werden, hier überhaupt ein Türchen zu erzielen. Mal ein bisschen weiter höher. Oh, knapp über die Latte. Aber schön ist auch, dass sie hier den Schiri-Assistenten hinter dem Tor mit drin haben im Grafikpack. Mist. Ich dachte, ich könnte mich hier noch ein bisschen durchmogeln. Boah, wird aber Boateng derbe gefault, ist auch noch verletzt. Das heißt, wir müssen hier auswechseln. Ich muss mal kurz überlegen, wie das geht. Ja, so geht es. Dann lasst mal gucken, wen wir haben. Boateng gegen Dante. Ich glaube, das können wir, glaube ich, hier am sinnvollsten ändern. Schön. Erster Tackle, erste Grätsche, gleich mal auswechseln. Super. Habe ich mir auch anders vorgestellt, aber gut. Knapp vorbei. Wie viel der Minute läuft denn überhaupt? Ich sehe das nicht. 18. jetzt, ja. Okay. Aber noch können wir ganz gut mithalten, ne? Oh oh, oh oh. Da haben sie es ins lange Eck versucht. Oh. Xavi. 1-0 für Barcelona. Habe ich mich aber auch nicht so klug angestellt in der Verteidigung. Oh. Ach, Kinder. Der geht ins Aus. Halbe Stunde gleich vorbei. Ich denke, dass die Bayern heute gewinnen werden, knapp. Im Camp Nou. Ach, verdammt. Wo schießt Gomez da auch hin? Fehlpass, Festival, schalalalala. Nein! Ach, kommt bitte, das darf nicht passieren. Nach dem Abstoß. Okay. Wir kriegen das schon noch hin. Glaube ich zwar nicht wirklich dran, weil 2-0 schon für Barca und ich nicht unbedingt... Ich spiele das erste Mal wieder seit Wochen. Also nicht nur seit Wochen. Keine Ahnung, wie viele Monate ich das schon nicht mehr gespielt habe. Die Amiga-Version übrigens des Spiels gibt es ja auch nochmal auf dem PC und auch eine aktuellere Version auf der Xbox 360 über Live Arcade. So, dann gucken wir mal, was uns denn einfällt in der zweiten Hälfte. Eieiei, ich muss mich wirklich noch an die Steuerung wieder gewöhnen. Das ist nicht so leicht, wenn man ständig nur FIFA spielt. Elfmeter. Jetzt der Anschluss. Das gibt's nicht. Aber wie schwach habe ich den denn geschossen, bitte? Nochmal Elfmeter. Okay, Müller. Anschluss, 2-1. Wir gucken uns diesen toll geschossenen Elfer nochmal an. Zwar die richtige Ecke ausgesucht, aber jetzt könnte es nochmal spannend werden. Kein Problem für Neuer. Das war auch ein Foul, aber okay. Wollen wir mal die beiden Augen zudrücken in dem Fall. Wieso kommt Neuer da raus? Was macht Neuer da an der 16er Kante? Verstehe ich nicht. Also ich habe das nicht gesteuert. Kann man gar nicht. Es ist nicht meine Schuld.
Ey, Elfmeter, das wäre der dritte Elfmeter gewesen. Also, Fouls werden hier auch nicht alle immer gepfiffen, nur so zur Info. Gut, das ist ja auch bei FIFA nicht anders. Das ist ja nicht mal im echten Fußball so. Jetzt aber schön mit dem Kopf verlängert. Da ist es! Müller macht's! Hebt den Ball ganz geschickt über den Keeper ins Tor. 2:3. Knappe Viertelstunde noch. Komm, schaffen wir. Zumindest ein Punkt. Also, quasi. Verletzt? Nee, okay. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich konnte noch mal irgendwann mal diese Bälle direkt aus der Luft annehmen und rein, aber irgendwie... habe ich das nicht mehr so drauf. Jetzt aber... Mist, Müller! Und es gibt übrigens auch keine Nachspielzeit. Wenn hier die Zeit vorbei ist, ist aus. Bei 90 ist Schluss. Oh, jetzt nochmal eine gute Position. Soll ich direkt? Oh, was ist das denn? Oh, ich bin ja so schlecht. Ich bin ja so schlecht. Das Problem ist, wenn man den Ball lupfen will, muss man entgegen der Laufrichtung drücken. Und das habe ich jetzt gemacht und dadurch ist der Ball hinter mir aufgekommen. Oh, Stürmerfoul. Scheiße. Vorbei. Bayern München verliert also heute Abend in Barcelona mit 2:3. Würde ja trotzdem reichen, ne, fürs Finale. Danke fürs Zugucken, ich bin der Conny von nerdderby.de. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und bis bald.